doch wirklich bildschön, diese Sterne. Ja, ja, und angeblich gibt es tausend und abertausend davon. Sieh doch, sieh doch, sieh doch. Wo denn? Nein! Stimmt das? Man sagt, du hast eine fliegende Untertasse gesehen. Ja, ich höre es. Sie wissen doch, Monsieur Sheras, dass eine offiziell zugelassene Untertasse auch offizielle Spuren zu hinterlassen hat. Widrigenfalls ist sie zu annektieren. Da stand ein Marsmensch genau vor meiner Tür. Da steht ein Teller auf deinem Acker. Dass man Untertassen sieht, damit fängt es an. Und wenn dir erst weiße Mäuse über dein Bett laufen, dann ist es Endstation. Halt jetzt die Schnauze! Oh, ist ja hell hier. Eine fliegende Untertasse. Menschenskind, wenn ich denen sage, dass ich auch eine gesehen habe, dann laufen wir beide als die totalen Spinner am Ort rum. Freunde, ihr glaubt's nicht, was für eine Neuigkeit ich habe. Ihr werdet's nicht glauben. Nein, sind das Untertassen. Zieh Leine, wenn du keinen Bock drauf hast. Andere Männer würden dafür zahlen, die nur zu sehen. Ich rede nicht von ihren Beuteln, sondern von fliegenden Untertassen und nicht von ihren fliegenden Beuteln. Das hier, das ist Kohlkopfsuppe, die echte. Eine Spezialität von mir. Kohlkopfsuppe, mal schnuppern. Ich werde dir etwas beichten. Ich habe nur eine Frau gehabt und das war deine. Was? Du hast zu viel gesoffen, sei mal ehrlich. Mann, du machst mich wahnsinnig und wenn ich saufen würde, na und? Du säufst nicht mal. Bei mir ist das doch ganz was anderes. Ich habe Eingebungen. Und dann hat er gesagt, ich soll einsteigen. Geht doch gar nicht, ich habe doch keinen Führerschein. Du Vollidiot. Und dann weint man ein bisschen und dann wird er hier beerdigt, der liebe Kohlkopf. Und ihr wollt mir weismachen, sie hat mir Hörner aufgesetzt. Hätte ich doch gemerkt, sind doch viel zu schwer. Nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin bereit. Was da liegt auf unserem Feld, ist kein Geld, ist kein Geld. Denn wie sagt das dumme Schwein, das kann nur ein Kohlkopf sein.